Herzlich willkommen auf der Mutti-Gulli Channel. Ich bin so ein Laser und heute machen wir ein Unboxing. Und zwar, True Knight hat mir ein neues Paket geschickt. Und zwar möchte ich mich hier wieder herzlich an True Knight bedanken, dass sie mir das ermöglicht haben, dass ich hier ein neues Video über ihr Produkt machen darf. Kommen wir noch kurz zu den beiden anderen True Knight Produkten, die ich euch schon mal gezeigt habe. Und zwar handelt es sich hier mal um die TI5 und die TI4. Die möchte ich ja verschenken an euch. Ich habe ja gesagt, wenn True Knight mir das genehmigt. Und übrigens hier auch noch einmal ein Dank. True Knight hat tatsächlich zugesagt, dass ich die Taschenlampen an euch verschenken darf. Und das werde ich auch machen. Und ich freue mich schon drauf. Das Video wird dazu bald online kommen. Hier auch nochmal herzlichen Dank an True Knight. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir ein ganz tolles Produkt von True Knight. Und als ich das gekriegt habe und aufgemacht habe, war mein erster Gedanke, wow. Also wirklich wow. Wie gesagt, ich hatte ja jetzt hier die TI4 und die TE5. Und im Gegensatz zu dieser Taschenlampe hier, wow, wirklich wow. Und zwar handelt es sich, ihr habt es auch schon gelesen, um die TN12 2016. Das ist die dritte, wenn nicht sogar schon vierte Generation, aber ich glaube, die dritte, meine Recherche hat bis zu drei gereicht. Die dritte Version der TN12 und die möchte ich euch heute zeigen. Diese Version gibt es in zwei verschiedenen Versionen und zwar einmal in NW und CW. Und zwar NW für Neutralweiß und CW für Kaltweiß. Ja, wir haben die neutralweiße Version, finde ich richtig stark. Und das Ganze kommt hier in so einen schlichten, schicken True Knight Karton mit dem Logo. An der Seite haben wir nochmal die Beschriftung von dem Modell, ein Handycode und auf der anderen Seite nochmal, welche Version drin ist und woher das Produkt stammt. Und das war's, aber absolut in Ordnung. Wir klappen das Ganze auf und dann fängt der Zauber auch schon an. Und zwar das Ganze hier wirklich sehr gut gesichert und schön verpackt, finde ich. In so ein Karton mit so Schaumstoff gesichert, das Ganze. Ja, hier, der Umfang ist wirklich atemberaubend. Wenn man sich die Taschenlampe als Set holt, bekommt ihr es so. Man kann diese Taschenlampe aber auch einzeln kaufen und ihr seid nicht gezwungen, dieses Set zu kaufen. Also da könnt ihr euch verschiedene Sets aussuchen. Link zu dem Produkt natürlich unten in der Videobeschreibung und hier auch wieder das gleiche Spiel. Sollte das genehmigt werden, wird diese Taschenlampe auch später oder früher an euch verlost werden. Das Video teilt sich in zwei Teilen auf. Der erste Teil, den haben wir hier, das ist das Unboxing. Und der zweite Teil ist das Review und mein Fazit zu der Taschenlampe. Der kommt später im Anhang an dieses Unboxing. Also ihr werdet das schon sehen. Aber für mich ist dann erstmal Schluss, weil ich dann erstmal die Taschenlampe für euch testen möchte. Und dann das Review ranhänge. So, gucken wir uns erstmal das Unboxing an. Wie gesagt, wir haben hier zwei Bedienungsanleitungen, einmal zu der TN12 2016 und einmal eine Bedienungsanleitung für das MCC-2 Ladegerät. Ja, in dem Set ist wie gesagt das Ladegerät mit bei und zwei Lithium-Ion-Akkus. Wir gucken uns jetzt erstmal das ganze Zubehör an. Wie gesagt, hier haben wir die beiden Lithium-Ion-Akkus und das sind nicht irgendwelche Akkus, sondern die sind protected und Hochvolt entladungsfähig, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ihr könnt hier eigentlich nicht irgendwelche nehmen, weil diese Taschenlampe arbeitet hier mit wirklich krassen Strömen und da finde ich cool, dass True Knight eigene hat, die sie dazu packen, die auch für diese Taschenlampe geeignet sind. Ihr könnt da nicht irgendwelche nehmen. Es gibt Dampfer, die kennen sich auch mit den 16850 Akkus aus, das ist die Bezeichnung für die Akkus, 18650, sorry. Und man kann da nicht irgendwelche nehmen. Und viele Dampfer wissen das auch. So, wir haben hier 18650er mit echten 3400 mAh und zwar auf 3,6 Volt. WH-Leistung von 12,24. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Auf jeden Fall sehr schöne Akkus. Schön, dass sie dabei sind. Und packen wir mal zur Seite. Dann haben wir hier einmal ein Kabel fürs Ladegerät, dass wir das Ganze an ein Auto anschließen können. Also sprich auch das Ladegerät im Auto benutzen können. Dann haben wir einmal den Stecker für zu Hause. Sehr stark, dass beides dabei ist, muss ich sagen. Wieder das typische G-Kissen. Ein schwarzen Clip, ein Dichtungsring und ein Ersatzknopf. Da diese Taschenlampe auch wieder nach IPX8 Standard wasserdicht ist, bis 2 Meter. Ihr werdet, wenn ihr auf der Hauptseite seid, das nicht finden, dass IPX8 Standard wasserdicht ist. Aber hier in der Bedienungsanleitung steht es nochmal drinne. Dann haben wir hier einmal das Ladegerät drinne, womit wir verschiedene Akkutypen laden können.
Und zwar die ganzen verschiedenen Akkutypen zeige ich euch gleich mal. Wir haben hier noch eine Schutzfolie, die ziehen wir mal ab. Und jetzt sehen wir hier oben auf dem Display vom Ladegerät, welche Typen wir alles laden können. Wir können sogar NIM-Akkus laden, so wie das hier aussieht. Ja, das ist wirklich ein großes Spektrum, mit dem wir hier laden können. Ich versuche das mal in die Kamera zu halten. Und es von TrueNight finde ich richtig stark, dass TrueNight das gleich so als Set anbietet. So ist man nicht, ja, so weiß man, also ich finde das eigentlich ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Weil so ist es einfach so, ihr kauft diese Taschenlampe und ihr wisst jetzt nicht, was muss ich da nehmen, welches Ladegerät, dies, das. Wenn man sich damit nicht informiert, weiß man es nicht. Informiert man sich, dann weiß man es, dann kann man sich die Sachen auch anders besorgen. Aber ich finde es gut, dass TrueNight das so als Paket anbietet. Und zu guter Letzt haben wir denn hier noch die Taschenlampe und ein Trageschlaufe, Sicherheitsband etc., die man hier eng ziehen kann, damit das Ganze auch sicher an der Hand bleibt oder am Handgelenk besser gesehen. Damit ist das Paket leer und wir packen das mal zur Seite. Und wir haben jetzt hier die verschiedenen Sachen. Und ich muss sagen, das Zubehör ist wirklich astrein. Das ist ja hier heute nur ein Unboxing. Über die Daten von dem Ladegerät kann ich euch aber auch schon mal ein paar Sachen sagen. Wenn ihr das Ladegerät mit den Akkus zum ersten Mal bekommt und ihr das lädt, ladet ihr ungefähr 2 Stunden und dann sind die beiden Akkus einsatzbereit. Das war jetzt das erstmalige Laden. Ich weiß nicht, wie es danach wird. Ja, und hier kommen wir jetzt zur Lampe. Was ich richtig stark finde, ist, dass hier eine Tasche mit bei ist. Und die Tasche kann man erstmal an den Gürtelclip oder an den Gürtel machen, aber man kann sie auch noch mit einem Karabinerhaken an seinen Gürtel oder Tasche oder Ranzen oder sonstiges ranhängen und das finde ich schon mal richtig stark. Hier haben wir dann die Taschenlampe wieder geschützt, was ich richtig stark finde von TrueNight, dass sie ihre Taschenlampen immer einpacken in so einen Schutz, finde ich super. Und hier haben wir jetzt die TN12 2016, wirklich eine wunderschöne Taschenlampe, muss ich sagen, und ich möchte sie euch mal aus der Nähe zeigen. Wir werden dafür den weißen Hintergrund nehmen. Ja, und hier haben wir sie. Ich muss sagen, seitdem ich das erste Mal mit TrueNight in Berührung kam, war ich wirklich beeindruckt von dieser Qualität. Und deswegen habe ich bei der Taschenlampe auch wieder zugesagt, weil ich einfach, ich finde diese Qualität einfach so atemberaubend cool. Ich habe wirklich noch nie so eine gute verarbeitete Taschenlampe gesehen. Und egal, ob jetzt aus China oder nicht, aber das ist wirklich top. Also wirklich richtig klasse verarbeitet. Wir haben hier vorne diesmal einen tiefgezogenen Reflektor, wie auch bei den anderen Taschenlampen, mit einer Echtglaslinse, die reflektiert ist und extra gehärtet ist. Und wie wir auch schon gleich innen drin sehen können, ist hier eine Cree XM-L2U2 LED verbaut mit einer Laufzeit von 50.000 Stunden. Die Taschenlampe leistet im Turbo-Modus 1050 Lumen. Und das ist wirklich mal eine Hausnummer. Ich fand ja schon die TI4 mit 252 Lumen heftig, aber das hier ist wirklich krass. 1050 Lumen aus einer Taschenlampe, die gerade mal so in meine Hand passt, von der Größe her, ist die wirklich astrein. Wirklich krass, was hier an Leistung rausgeholt wird. Ich war echt baff. Ohne Witz, Leute, ich war echt baff, als ich das gelesen habe. 1050 Lumen. Kommen wir auf die Verarbeitung an. Ich möchte euch die Verarbeitung mal kurz zeigen. Wir können hier hinten einmal den Kopf abdrehen. Die Gewinde sind gefettet. Wie wir sehen, glänzt das hier. Und hier vorne am Ende sehen wir auch den Dichtungsring. Das Ganze hier innen drin auch. Die Federn sind vergoldet. Hat wohl den Grund, dass es, man sagt ja immer, besser leiden tut, aber ich denke hier eher den Grund, dass wenn da auch mal Wasser reinkommen sollte, hier nichts rostet. Das macht für mich mehr Sinn. Ja, das Hinterteil, wenn wir schon mal gleich dabei sind, hat hier zwei abgerundete Kanten und die Kanten kann man auch zum Hinstellen nehmen. Das Ganze steht auch. Dann haben wir hier hinten auch noch zwei Öffnungen, wo wir die Handschlaufe einfädeln können. Die kann man dann hier durchwickeln und sich dann ans Handgelenk machen. Und dann haben wir hier hinten auch noch den An- und Ausschalter, zu dem wir später auch noch kommen. Dann haben wir den Mittelteil. Den können wir hier auch abschrauben. Der ist ebenso eingefettet. Und hier haben wir auch wieder den Dichtungsring. Und das Ganze hier ist wieder aus Flugzeugaluminium gefertigt. Finde ich richtig stark, ehrlich. Ich habe noch nie ein Material gehabt, was so extrem leicht ist. Die ganze Taschenlampe wiegt zum Beispiel nur,
ohne Akku, 82 Gramm. Und das ist wirklich Wahnsinn. Ich kann euch auch mal kurz die Länge der Taschenlampe sagen. Wir haben in zusammengeschraubten Zustand natürlich, haben wir eine Länge von 143 mm und einen Durchmesser von ca. 25,4 mm. Das Ganze ist, wie gesagt, wieder aus Flugzeugaluminium gefertigt, was hart anodisiert worden ist und auch extra hart lackiert worden ist. Übrigens dreifach. Das hatte ich nämlich bei den TE4 nämlich vergessen zu erwähnen, dreifach. Das ist bei denen nämlich auch gemacht worden. Was mich interessiert hatte, ob man jetzt die Taschenlampe den Griff umdrehen kann, das wollte ich nämlich mal ausprobieren in meinem Video. Und ja, es funktioniert. Und zwar hat das die, also für mich den interessanten Effekt, weil ich gucken wollte, weil wir ja hier ein Clip haben, ein Gürtelclip haben, den man an die Taschenlampe ranmachen kann. Und zwar könnte man sich jetzt die Taschenlampe einmal so reinklipsen, und zwar in die Innentasche oder halt eben am Gürtel. Aber andersrum macht das wohl eher Sinn. Aber wenn man das so möchte, ginge das auch. Das hat mich nämlich echt mal interessiert. So, ich schraube die Taschenlampe wieder zusammen. Wie gesagt, ihr hört ja hier jetzt schon beim Zusammenschrauben, das geht butterweich. Beim Gummiring wird es dann ein bisschen schwieriger, ist auch klar. Das Ganze muss ja auch dicht sein. Ja, haben wir hier den Lampenkopf, der ist auch wirklich hervorragend gearbeitet. Hier haben wir auch nochmal das Logo von True Night stehen, dann hier nochmal die TN12 mit 2016 und nochmal die Produktionsnummer. Wenn wir reingucken, sehen wir sehr viel vergoldet, was ich richtig stark finde, weil hier auch wieder vorgesorgt worden ist. Dann haben wir hier noch eine Besonderheit, genau unter dem Reflektor. Wir haben hier auch noch einen Schalter. Das sehe ich jetzt bei der Taschenlampe, bei dem Modell zum ersten Mal. Ich hatte ja vorher gesagt, wie nur die TI5 und die TI4. Das ist jetzt das erste Mal von True Night, dass ich hier einen Schalter sehe. Und zwar lässt er sich ganz ordentlich drücken. Ist ein Stahlschalter, so wie ich gelesen habe. So, wir schrauben das Ganze wieder zusammen. Und das geht auch wieder butterweich. Ja, jetzt haben wir hier den Gürtelclip, den wir positionieren können, wie wir wollen, und damit können wir die Taschenlampe an unserem Gürtel befestigen. So, ich lasse ihn aber mal ab. Ja, kommen wir kurz zu den Moodys, wobei ich das eigentlich in meinem Review machen wollte, aber ich werde es jetzt machen. Wir haben, wie gesagt, einen sehr tief ziehenden Reflektor, bis zur Mitte geht. Wir sehen, die Cree LED ist mittig positioniert und das verspricht wieder tolle Lichtleistung. Kommen wir zu den Funktionen. Die Funktion bei der Taschenlampe ist so, wir können die Taschenlampe hier hinten ein- und ausschalten und mit dem Taster gehen wir die Moodys durch. Wir haben hier ein bisschen mehr als bei der TI4 und TI5. Wir haben hier nämlich 5 Lichtmoodys. Und zwar möchte ich euch die auch nicht vorenthalten. Ich liste euch die mal hier auf. Und zwar haben wir einmal den Firefly-Modus mit 0,4 Lumen und haben eine Betriebszeit von 74 Tagen. 74 Tage, das ist wirklich sehr, sehr, sehr lange. Also, ich war ja bei der TI4 schon echt beeindruckt, aber 74 Tage ist wirklich wow. Dann haben wir den zweiten Moodi, das ist der Low-Modus mit 11 Lumen, der hält 5,5 Tage, finde ich auch sehr krass, wobei ich sagen muss, dass der zweite Modus auch schon sehr hell ist. Und ich könnte, also wenn man sich vorstellt, 5 Tage durchgehend Licht, krass. Kommen wir zum dritten Modi, das ist Medium mit 145 Lumen. Da haben wir eine Betriebszeit von 11,8 Stunden. Dann kommen wir zum High-Modus mit 370 Lumen. Da haben wir 4,2 Stunden. Was ich auch schon echt krass finde, mit 370 Lumen, 4,2 Stunden, also echt heftig. Dann kommen wir zum Turbo-Modus. Da haben wir 1050 Lumen und der Modus hält 95 Minuten. Also wirklich, wir haben hier 95 Minuten Betriebszeit. Und dann kommen wir zum letzten Modus. Das ist der Strobe-Modus mit 800 Lumen. Der hält die Taschenlampe 3,8 Stunden. Ja, das waren jetzt mal so nur ein kurzer Einblick. Wie gesagt, ich werde gleich noch in dem Review-Video werden noch einige Videos auf euch zukommen. Ebenso wie ein Wasserdichtigkeitstest etc. Also da habe ich wieder richtig schöne Videoaufnahmen für euch. Ich möchte euch aber jetzt noch kurz ein paar Sachen zu der Taschenlampe sagen, und zwar was die verschiedenen Moodys angehen und wie die Elektronik funktioniert. Das finde ich nämlich richtig gut bei der Taschenlampe und gefällt mir auch sehr gut. Zuvor noch einmal den Strobe-Modus möchte ich erklären, wie man den einschaltet. Wenn ihr die Taschenlampe, den Taster, nur leicht reindrückt, könnt ihr sie schon aktivieren. Und sie benutzt den Moodi, den ihr zuletzt anhattet.
Das heißt, wenn ihr den Firefly-Modus anhabt, ist der Firefly-Modus an. Habt ihr den Turbo-Modus, ist der Turbo-Modus an. Ne? Wie gesagt, nur leicht reindrücken und dann funktioniert das Ganze. Ihr könnt aber auch im reingedrückten Zustand die Modus durchgehen und dann seht ihr, das wird immer gespeichert. Wenn ihr jetzt reindrückt, bleibt das Ganze natürlich an. Und um den Strobe-Modus zu aktivieren, drückt ihr einfach hier 2 Sekunden lang. Und dann schaltet er sofort in den Strobe-Modus. Einmal draufdrücken, seid ihr wieder im normalen Modus. Wir haben jetzt den 3. Modi an. Und wenn ich jetzt die Taschenlampe ausschalte und die Taschenlampe wieder einschalte, bleiben wir auch noch weiterhin in diesem Modi drinne. Das finde ich richtig stark. Wenn ich in den Turbo-Modus wechsle, und den bin ich jetzt, und die Taschenlampe ausschalte und wieder einschalte, ist der Turbo-Modus wieder da. Das finde ich richtig klasse. Das finde ich richtig gut. Das heißt, man wählt sich seinen Modi aus und wenn man die Taschenlampe ein- und ausschaltet, ist der Modi auch gespeichert. Das finde ich richtig stark. Noch eine kleine Warnung. Wenn ihr die Taschenlampe betreiben tut, wie gesagt, 95 Minuten, 1050 Lumen, durchgehend. Und das ist das Geile bei True Night. Sie bekommen es wirklich hin, wirklich abartig viel Licht aus so einer kleinen Taschenlampe rauszuholen. Und das wirklich konstant. Das heißt, die Linie ist nicht wie bei normalen Taschenlampen, dass die Linie ist und dann bricht die immer Stück für Stück ab und geht runter. Ich müsste euch das mal hier anhand von der Taschenlampe zeigen. Das heißt, wir haben bei True Night eine konstante Linie von Lichtleistung, bis der Akku leer ist und dann schaltet die Taschenlampe runter. Und das nach 95 Minuten. Und bei normalen Taschenlampen ist es so, dass das Licht immer mehr absinkt. Absinkt, 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 absinkt. Und irgendwann glüht sie nur noch. Bei True Night ist es halt so, wir haben wirklich konstant Licht. Die ganze Zeit über. Und das finde ich einfach stark an True Night. Also wirklich toll. Wirklich super. Das kann ich auch nur sagen, weil ich die TE4 so getestet habe und ich habe wirklich die Batterien laufen lassen und auch die Taschenlampe laufen lassen und ich konnte einfach keinen Abfall feststellen. Und bei der TN12 ist es genau das gleiche. Noch ein Sicherheitshinweis, den wollte ich eben gerade schon sagen. Auf 1050 Lumen wird die Taschenlampe hier vorne extrem warm. Es hält sich aber noch in Grenzen. Ich stelle mir jetzt vor, wenn wir draußen sind in der Winterzeit, ist es schön angenehm. Aber es wird doch extrem warm hier vorne. Und das möchte ich euch auch mal kurz demonstrieren. Und wir haben nach kürzester Zeit eine Temperatur von 90 Grad. Und das ist schon echt heftig. Ich weiß natürlich nicht, wie krass heiß das hier vorne wird. Aber ich spüre jetzt schon eine deutliche Wärme. Und ich gebe euch echt den Tipp, diese Taschenlampe nicht irgendwo rumliegen zu lassen. Weil da könnte Entflammungsgefahr sein. Aber wirklich, wirklich starke Taschenlampe. Sie ist jetzt hier vorne schön gemütlich warm, handwarm, nicht extrem heiß, sondern schön handwarm. Also hält sich da wirklich noch in Grenzen. In der 3. Generation, die Taschenlampe wurde deutlich verbessert, was die Lichtmodis angeht, gegenüber der 2014er Version. Und auch von dem Design her wurde sie deutlich anders gefertigt. Der Clip ist nicht mehr silber, sondern schwarz. Und wir sollen eine längere Laufzeit haben. Das war's erstmal zu dem Unboxing mit dem ersten Teil. Und im zweiten Teil kommt das Review und mein Fazit. Ich werde diese Taschenlampe jetzt erstmal für euch auf Herz und Nieren testen. Und wartet ab auf den zweiten Teil. Danke, dass ihr für den ersten Teil reingeschaut habt. Ich bin Sauerlaser und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss.